Sudala, willkommen beim neuen Tutorial. Und zwar geht es mir jetzt hier heute mal um meine Umfahrung mit der Einfahrt in den Bahnhof. So wie man es hier grob sieht, das wird das rechte Gleis sein, was dann hier rumgehen soll. Auf der anderen Seite entsteht dann das Rückfahrgleis, was dann da wieder drauf geht. Und wir haben jetzt hier 1, 2 Abgänge, die dann praktisch zum Bahnhof führen. Und die fächern sich dann auf in den Endbahnhof, sodass ich einmal hier reinfahren kann. Und entweder direkt hier rausfahre, um dann wieder zurückzufahren. Was natürlich auf einer Hauptstrecke nicht so schön ist. Deswegen sieht die Konstruktion eigentlich auch so aus. Hier raus. Direkt hier rum in ein Ausziehgleis, was hier kommt. Und dieses Ausziehgleis soll dann eigentlich mal rausführen, dass der Zug hier fahren kann. So, die ähnliche Prozedur ist von hier aus dem Bahnhof raus, praktisch in das Ausziehgleis und vom Ausziehgleis dann wieder auf die Hauptstrecke raus. Oder eben, ich kann auch direkt hinausziehen, wenn gerade auf der Hauptstrecke nichts los ist. So. Das ist die ganze Prozedur. Und das, was ich euch jetzt mitnehmen wollte, ist eigentlich mal die Tatsache, dass ich hier mir auf dem extra geraden Holzstückchen erstmal alles zurechtlege und gucke, wie liegt die ganze Geschichte, weil ich das nicht mehr auf meiner Hauptbahn vorbereite und dann mich dort quäle, sondern solche Abschnitte baue ich mir erstmal extra, so dass die ordentlich liegen. Dass die sich auch an 3, 4 Stunden ausliegen können, bevor ich die festmache. Und gerade an Stellen wie diesen hier, wo man dann sieht, es hat sich noch mal ein kleines bisschen geschoben und gezogen. Da kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen wegschleifen, dass die hier noch den Millimeter rankommt. Und auf diese Art und Weise bin ich mittlerweile deutlich besser beraten, statt diesen ständigen Holter-die-Polter-Dingern. Ja, auch hier sieht man es. Ich habe es mal rangeschoben gehabt hier. So, dass es ordentlich dran war. Und man sieht, es schiebt sich noch ein kleines bisschen wieder auseinander. So, angefangen habe ich jetzt faktisch hier die Verbindung zwischen den zwei Weichen. So, dass man dann hier eigentlich so gut wie gar kein Dudung-Dudung-Dudung mehr hört. So, wie mache ich das? Ich habe meinen Lötkolben, habe meinen Lötzinn und dann halte ich zuerst meinen Lötkolben genau an die Stelle, wo es dran soll. Und dann führe ich das Lötzinn zu, damit die Schienen, wenn es geht, schon ein bisschen heiß sind, damit sich das Lötzinn deutlich besser verteilt. So, und das Ganze werden wir jetzt mal hier an dem Stückchen versuchen zu zeigen. So müsste man es ganz gut sehen. Ich hoffe nur, dass ich da auch rankomme mit dem, was ich brauche. So, also zuerst gehe ich mit meinem Lötkolben hin, um das Ganze ein bisschen zu erwärmen. Natürlich wäre der perfekte Winkel von der Kamera, dass ich nicht ordentlich rankomme, aber macht nichts. So. Ein bisschen mehr als in den Kurven auch nicht schlimm. So, und dann habe ich meine Stelle. Und dieselbe Prozedur findet jetzt faktisch noch auf der anderen Seite statt.
So, wenn man dann wie hier, wenn man so eine kleine Stelle hat. Noch kurz drüber und gut ist. So, dann kann man hier nochmal nachgehen mit dem Finger. Und dann liegen praktisch die Gleise ordentlich gerade, dass hier keine Buckel mit drin sind. Ja. Und auch von oben das Ganze. Und das, was ich meistens mache, ist jetzt noch mal ein bisschen nachschleifen, damit wirklich von oben auch die ganze Sache wunderbar gerade ist. So. Hier muss ich dann mit meinen Isolierschienenverbindern arbeiten, weil das ja natürlich jetzt keine Unifrocks sind. Deswegen müssen hier da überall die Verbinder dazwischen, weil ansonsten würde es zwischen hier, der äußeren Schiene und dem hier innen dann einen Kurzschluss geben. Genau auf der Seite ist es im Umgekehrten, deswegen müssen die doppelt sein. Hier außen ist es wurscht, ganz außen. Und hier innen genauso. Wenn ich von hier komme, auf den Strang hier, da muss auch ein Isolierschienenverbinder rein. Und hier dann genau dasselbe, Isolierschienenverbinder und einen kompletten. Anders sieht die Sache zum Beispiel bei der Uni, bei der Unifrock sage ich schon. Bei der Unifrock, nicht Insulfrock, sondern Unifrock. Die hat praktisch davor und dahinter hier schon die Trennungen. Und von dem Gleisstrang zu dem inneren Gleisstrang, warte mal kurz, ich muss niesen. Sorry, Gesundheit. So, also von dem zu dem ist eine Verbindung da und von dem zu dem. Deswegen brauche ich hier keine Isolierschienenverbinder und da kann ich die natürlich deutlich besser miteinander dann verlöten. Also da ist Peko ganz toll, dass sie das endlich hingekriegt hat. So, hier innen, wie man es früher kennt, von dem Trennschnitt von hier nach hier ist ebenfalls schon eine elektrische Verbindung und von hier nach hier. So dass man hier unten das nicht mehr aufschneiden muss und verbinden, das ist von Haus aus jetzt schon. Und der tote Bereich in Anführungszeichen ist praktisch der und dafür ist jetzt hier der Draht da. Und da sagt Peko, entweder ich kann das hier dann mit einer Herzstückpolarisierung direkt anschließen, so dass dieses Stück immer genau den Strom kriegt, wo er es braucht. Entweder wenn er von geradeaus kommt, kriegt er es von hier drauf. Oder wenn er vom Abzweig kommt, kriegt er es eben hier genau andersrum. Dafür sind davor und dahinter die Isolierung. Finde ich eine absolut super Geschichte. Nur, die gibt es eben nur im Medium-Radius, nicht im großen Radius. Finde ich schade, vielleicht kommt das noch. Und auch nicht in den Bogenweichen. Aber gut. So, da werde ich mich jetzt mal weiter dran machen, den Rest hier zu verlöten. Die drei, den hier innen wieder nicht, weil wie gesagt, das ist keine Insulfrock, sonst gibt es von hier einen Kurzschluss. Die haben wir jetzt. Und hier oben habe ich noch einen. Und die anderen drei sind nicht isoliert. So, und dann melde ich mich später wieder. So, wie man sieht, habe ich das jetzt hier ein bisschen nachgeschliffen. Und ich mache das persönlich so. Warte mal, ich versuche das mal von oben zu zeigen. Dass ich mir hier die Schienenstränge dann so biege und die Schienenschwellen dann so reinschiebe. Und danach schiebe ich die Weiche ran. Das dürfte jetzt ein bisschen schwierig werden. Warte mal, gucken, ob ich das so einigermaßen hinkriege, wenn ich das ein bisschen fixiere. Das ist tricky mit einer Hand. Aber wir versuchen es weiter. So. Jetzt kann man sehen. Der äußere passt schon mal. Der außen.
Der ganz unten ist noch zu lang. Zu kurz. Das heißt, die zwei inneren müssen noch ein kleines Stückchen gekürzt werden. So, das mache ich jetzt noch, bis das wirklich passt. Und danach kann ich die zusammenführen. So, wenn man das jetzt so weit hat, kommt natürlich jetzt hier das nächste Gleisstück mit dran. Und da ist natürlich immer genau an den Weichen das Problem, dass die Schwellen hier enden. Ich persönlich habe mir jetzt angewöhnt, eher die Schwellenbänder hier außen zu kürzen, und zwar von dem Flexgleis und nicht unbedingt von der Weiche, weil bei der Weiche, das liegt immer relativ stabil, und die von dem Flexgleis, die kann man deutlich besser kürzen. Und wenn man mal was kaputt macht an den Dingern, dann kann ich hier 5 cm wegschieben oder wegschneiden und das nächste Stück ansetzen. Bei einer Weiche ist das eher ein bisschen schwierig. Ja, und ich hoffe, man kann das jetzt so erkennen. Ja, der erste ist bis ran gekürzt, der zweite ist noch ein kleines Stück gekürzt und ab dem dritten passt es dann nämlich schon. So, und dann kann ich nämlich hier entspannt weitermachen. So, und da muss auch jetzt dieses Stückchen Flexgleis hier dran. So, und dann wäre das mein Stückchen Streckenabschnitt, der jetzt soweit vorbereitet ist, den ich dann abnehmen kann und auf der Anlage platzieren. Und dadurch vermeide ich einfach von vornherein, dass ich da irgendwo noch ein bisschen biege und quetsche und drücke, dass das vielleicht doch noch ein bisschen besser um die Kurve passt. Nee, so wie das hier ist, liegt es perfekt. Und den Rest muss ich mit dem Flexgleisen dann eben machen. So. Ja, außen das Betongleis. Das ist die Strecke, die nach rechts geht. In der Mitte die erste Bogenweiche. Außenrum ist die Strecke, die dann wieder zurückführt, die dann wieder auf die Betonstrecke drauf geht. Rein zu der innere Abzweig zum Bahnhof. Oder der zweite Abzweig zum Bahnhof. Und hier das Ausziehgleis. So, gucken wir uns da mal an, wenn wir es reinlegen, wie es aussieht. So, am Betriebsdiorama vorbei. In das Auszugsgleis. Nach rechts, nach links. Wir folgen der ganzen Sache. Und dann ist jetzt hier hinten das Stück reingelegt. Und da sehen wir ganz hinten das Betongleis, was dann hinten weitergeht. Das zweite, das was dann auf die Weiche drauf geht für den inneren Kreis. Und mal symbolisch dargestellt die zwei anderen Betongleise hier als die ersten zwei Einfahrten zum Bahnhof. So, und die teilen sich hier dann noch auf. Und vielleicht noch ein, zwei Worte, warum liegen die da? Dazu muss man ein Stückchen zurückgehen. So. Und zwar hier hinten dieses Stück, wenn da mal was ist, kommt man natürlich deutlich schlechter ran. Die sind ja hier getrennt und damit kann ich das hier hoch und rausnehmen. Und deswegen habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, dass diese Weichenstraße dort liegen soll. Selbstverständlich hätte man die auch hier reinlegen können. Hat aber zwei kleine Nachteile. Erstens, dieses Auszugsgleis wird dann deutlich kürzer. Und wenn ich da plane, 1,60 Meter bis 1,80 Meter als längstes Gleis zu haben, sollte auch das hier die entsprechende Länge haben. So, und dann sind wir jetzt hier bei knapp 90. Und nochmal 90 würde bis ungefähr dahin gehen, damit das auch ein bisschen entspannt aussieht. So, und da hinten habe ich unten drunter ganz entspannt meine 10 cm Platz. Abzüglich der Höhe der Züge bleiben hier 4 cm. Das heißt, ich kriege die Weichendecoder unten drunter, die Belegmeldedecoder unten drunter und ich habe alles wirklich dann ziemlich zentral hier und den nächsten hier. So. Und dadurch kann ich dann mit dem DR4018, wo ein paar mehr Weichen als die dran passen, hier noch welche setzen, sodass ich einen Decoder, wenn es geht, voll belege. Und hier drüben dann nochmal, wo ich auch einen Decoder sinnvoll belege.
Ja, und wenn ich da mal an was ran muss, da hinten ist blöd im Bereich vom Bahnhof, aber hier hoch, raus, hier hoch und raus. Und ich mache das ja wie gehabt. Hier unten mit meinem Lokonetzverteiler, da sind noch vier Anschlüsse jetzt frei für die Belegmelder, dass ich wirklich nur praktisch das Belegmeldekabel abklemmen muss vom Decoder und die Stromzufuhr. Und die ziehe ich mir von hier unten nach oben, sodass ich die praktisch hier dann nur abklemmen müsste und dann kann ich das ganze Teil rausziehen. Genauso wie da. Und dadurch ist diese Pseudomodulbauweise dann relativ gut, wenn ich mal an irgendetwas ran muss. So, so viel dazu. Und als nächstes warten auf mich jetzt noch hier drüben die Gleise. Da habe ich noch ein paar Weichen übrig, wenn man das so bezeichnen kann. Und zwar wird das ja hier hinten eine Kehrschleife. Diese Weichen, die müssen in etwa dahin, damit ich hier 1,20 Meter einmal ringsrum habe für zwei Stück. Das wird untertunnelt. Praktisch einer fährt rein, ein anderer kommt raus. Und was man noch sieht, oben sind es dann drei Gleise. Das eine führt dann hinten lang. Hier kommt eine Brücke rein und eins meiner frühesten Module, die ich noch hatte, steht da und da kann er praktisch da reinfahren, hat noch mal eine kleine Kehrschleife und zurück. So, die sind aber relativ kurz, also hier passt 90 cm Zug gerade so noch rein in die Kehrschleife. Alles, was länger wäre, wäre dann ein Problem. Und gerade wenn ich längere Waggons oder so habe, dann ist das auch sehr eng vom Radius. Aber für einen Schienenbus oder sowas ist das vollkommen in Ordnung. So, und der kann dann über sein selbiges Gleis wieder ausfahren und muss dann hier eingefädelt werden. So. Und dann kann er hier über die Brücke hinten rum und über das Stückchen Strecke, was dann hier eigentlich einen sehr schönen flachen Bogen hat, hinten lang. Und verschwindet dann hinterm Bahnhof im Tunnel, um dann da mal kurz zu erscheinen und hier in meine zweite Wendeschleife entweder in die Wendel runter, Wendeschleife sage ich schon, Kehrschleifenmodul runter normal oder hier vorne rein in die zweite Kehrschleife, um dann andersrum den Rest meiner kompletten Bahn bedienen zu können. So, so viel zum heutigen Tutorial hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten. So, heute mal kleiner Einblick in Vorüberlegungen, wenn man Bögen bauen möchte. So, und zwar habe ich jetzt hier mal aufgezeichnet meinen Mittelpunkt und habe hier mal diverse Radien reingemacht. Radius 1, Radius 2, Radius 3. Und wie kann man solche Bögen sinnvoll bauen? Naja, grundsätzlich ist es ganz einfach, einmal ringsrum und fertig, aber der Teufel steckt wie immer im Detail. Und zwar habe ich das mal hier aufgelegt, und zwar mit 225. Hier habe ich noch ein kleines Stückchen Platz, würde einmal rumgehen und komme hier gerade so aus der Kurve. Also mit Radius 225, mit einem Pico-Flex-Gleis klappt es noch gerade so. Alles, was dann größer ist, Radius 3 und mehr, klappt eben schon nicht mehr. So, und da muss man sich genau überlegen, wie viel Radius brauche ich und wenn, wie kann man das sinnvoll so gestalten, dass man, wenn es geht, nicht gerade mitten im Knick irgendwo dann zwei Flexgleise zusammen macht, weil das ist immer so eine heikle Stelle. Also wenn es reicht mit 225er Radius, dann würde ich die komplett in den Bogen legen und danach ansetzen. So, und wenn das nicht reicht, dann müsste man schauen, wie man das anderweitig machen kann. So, und zwar
so wie es im Original auch ist. Wir gehen theoretisch ja sanft in eine Kurve rein und dann wird es ein Stückchen steiler. So. Das heißt, wenn ich jetzt Radius 3 nehmen würde, mal, ich versuche das mal so zu zeigen hier. So, also das wäre gerade, das wäre hier noch ein Stückchen Bogen. Und wenn ich jetzt so sage, es reicht mal ein paar Zentimeter nie, dann würde ich hier den hier dann rausnehmen von der Geraden und hier schon so sanft in den Bogen reinziehen. So, von der Geraden sanft in den Bogen, dass man, wenn es geht, in einem sanften Stück, das den Übergang hat, dann rumzieht und hier drüben, wenn es dann eben hier auch nicht reicht, so und den dann so von außen dran setzen. So. Das birgt dann zwar, dass ich im Radius 3 im steilsten Stück ein Stück kleiner komme als Radius 3, aber zu den Enden wiederum auslaufe. So, ich versuche euch das mal zu stecken, wie ich das meine, so dass das eben nicht überall gleich rund ist, sondern so, dass man das ein bisschen besser hinkriegt. So, das wäre jetzt dieses Prinzip. Das ist jetzt mein Originalradius, der gleichmäßig außenrum gehen würde. Und die Idee dahinter ist, eine sanfte Biegung schon einbiegen zu lassen hier. Ja, also der würde jetzt hier auf demselben Anfang, geht schon mal ein kleines Stückchen rein, dass ich jetzt an dieser Stelle hier quasi das Ganze verlöte, wo die Biegung nicht so stark ist, dass dort nie solche Stellen entstehen. Und dadurch habe ich einen sanften Bogeneinstieg, der dann hier an dieser Stelle ein kleines bisschen steiler ist und hier dann wieder sanft rauskommt. So. Und drüben wäre dann dasselbe in Grün. Wir gehen sanft in die Kurve rein und da, wo der Übergang ist, ist es noch nicht so steil und erst dann ein bisschen mehr. So. Und das würde auch etwas deutlicher dem Vorbild entsprechen. So, wenn das gar nicht funktioniert, wenn der Radius deutlich zu groß ist, dann nächste Version. So, und das wäre dann die hier. Und zwar fangen wir an, gehen wieder sanft in den Bogen rein, der dann deutlich steiler wird. Hier jedoch, wo das Flexgleis endet, die paar Zentimeter sind jetzt vom Radius deutlich weniger. Das nächste, was hier ansetzt, sind es vom Radius ebenfalls deutlich weniger. Und dann wird der Bogen wieder steil und das letzte Stück wieder sanft nach draußen. So. Und dann wäre das faktisch die ideale Weise, wenn es vom Radius für ein Flexgleis nicht reicht, die beiden zu verbinden. Wohlgemerkt, immer aufpassen, wenn ich zum Beispiel so einen schönen ICE habe, der Radius 3 oder 4 braucht, dann muss natürlich das steilste Stück hier mindestens den entsprechenden Radius haben. Und das klappt leider bei manchen ICEs, die dann Radius 3 brauchen, auf 60 cm nicht. So. So viel dazu und ich mache mir jetzt erstmal Gedanken, wie ich das idealerweise hinbekomme für mich, um dann hier meinen Schattenbahnhof, den zweigleisigen, zu legen und dann auch herzustellen.